Hallo Wuppertal, herzlich willkommen hier am Islandufer zum zweiten Mal zur Wupper-Challenge. Das erste Mal war ein Riesenerfolg, die Videos sind über 1000 Mal angeklickt worden. Frau Höschen vom Kinderhospiz hat schon einiges an Spenden auch erhalten, wie ich das mitbekommen habe. Daran wollen wir anknüpfen zum zweiten Mal heute. Frau Höschen, es sind auch ein paar kuriose Spenden eingegangen. Ähnliche Erfolge, wir haben den Link ja geteilt auf unserer Facebook-Seite, da gibt es ganz, ganz viele Interessierte, die nachhaken, die Spaß und Freude dran haben. Manche, die auch sagen, ich finde die Aktion klasse, möchte nicht unbedingt Wasser über dem Kopf haben, aber spende trotzdem. Und da ist es ganz, ganz witzig, auch die Verwendungszwecke zu sehen. Ist ein Riesenerfolg, ganz, ganz toll. Ja, super. Dann wollen wir heute das zweite Mal machen und ich stelle euch gleich vor, wer heute dabei ist. So, wir kommen jetzt zur ersten Nominierung. Hallo Herr Trapp von Mulligans in der Friedrichstraße hier in Elberfeld. Und Herr Trapp macht den Anfang und freue ich mich riesig, dass Sie dabei sind. Ja, klar. Und, ja, hier ist der Eimer und ich gehe ein bisschen beiseite. Ja, bitteschön. Tolle Aktion, vielen Dank für die Nominierung, bin ich natürlich dabei. Nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, dass ich ein Feigling wäre, aber ich möchte das Ganze doch noch mit einem kleinen Check kommen. Und das Wasser kriege ich von Ihnen. Ich mache das. Oh. Herr Trapp, oh. Herr Trapp, oh. Oh. Ah. Mich hat es auch ein bisschen erwischt, so, aber das ist nicht weiter aber tragisch. Dicht war sie. Und schöne Aktion. Wen nominieren Sie? Also ich nominiere als erstes Bernd Hülz von der Sozietät Seibelhülz Partner. Als zweites den Marc Hasenack von HM Business Travel GmbH. Und als drittes Tim Blume vom Offroad Center Bertrand in Wuppertal. Ich wünsche den dreien viel Spaß am Freitag. Ich glaube, die haben auch besseres Wetter. Ja, super. Und ich komme dann gleich zum zweiten Nominierten. Ja, wirklich tolle Aktion. Und obwohl ich mich ja habe nass gemacht, aber mit der Kapuze über dem Kopf, spende ich für das Kinderhospiz Okolz gerne 100 Euro. 100 Euro. Ich habe den allerschönsten Job bei dieser ganzen Challenge. 10-mal so viel wie nötig. Ganz herzlichen Dank. Gerne. So, wir kommen zum zweiten Nominierten, dem Ralf Bartsch von Wupperküchen. Freue mich riesig, dass Sie auch hier sind. Und ich denke, wir fangen auch sofort an. Wir fangen sofort an, ja. Fangen sofort an. Wie wir so hinter uns haben. Ich darf das? Ja, ja, gerne. Dann mache ich das. Und los geht's. Okay, also am Ende bin ich nasser als alle anderen, aber egal. So, und dann gehen wir auch mal sofort zur Frau Höschen. Ja, wir finden natürlich die Aktion mit der Wupper-Challenge eine super Idee, gerade für das Kinderhospiz in Wuppertal. Ja, und möchten für diesen guten, wirklich super tollen Zweck auch 300 Euro für das Kinderhospiz spenden und hoffen und wissen auch, dass es an den richtigen Stellen ankommt. Wow, genial, das ist eine wunderbare Geschichte heute. Auch Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. So, jetzt haben wir hier noch ein Novum. Ich hatte bei Facebook schon mal veröffentlicht, dass man auch einfach hier hinkommen kann und mitmachen kann. Die beiden, nämlich Suse und Caro, haben das heute getan. Ich finde das total super und den Rest überlasse ich jetzt den beiden. Ich gehe beiseite, ich bin nämlich schon nass genug. Viel Spaß, da ist der Eimer. Nehmen wir zusammen. So, und wir werden Ihnen das Geld überweisen. Insgesamt überweisen wir zusammen 50 Euro. Wow, liebe Mädels, genial. Ja. Vielen, vielen Dank. Und was ich ganz toll finde, ganz alleine auf die Idee gekommen. Keiner hat nominiert und einfach, weil es so toll war, mitgemacht. Super, vielen, vielen Dank. Gerne. So, wir kommen zur dritten Nominierung. Das sind die beiden Herrschaften hier von Mini. Einmal Fabian Fürster und Raul Nieser. Verkauf Mini. Ja, und ich denke, wir fangen an direkt, ne? Ja, würde ich sagen. Was hinter uns. Machen wir. Kurz und schmerzlos. So, ich übernehme das. Ich werde zwar immer mit dabei, ne? Also ihr müsst mal ein bisschen näher zusammen. Ja, wir rücken. Wir nominieren die Firma Hartmann Bürotechnik. Da wird das die Josie Backhaus mit einer Kollegin machen und dafür antreten. Dann nominieren wir die Jungs von Sport Direkt, stellvertretend den Hans-Georg Schilling. Und wir nominieren alle Wuppertaler Minifahrer. Ob ihr hier hinkommt, das wäre natürlich super, oder es einfach so bei Facebook macht und fürs Kinderhospiz spendet, genial. Also alle Minifahrer in Wuppertal. Ja, als Spende überweisen wir von BMW und von Mini Procar, also auch von der Mini-Abteilung aus, 100 Euro an das Hospiz. Genau, und zusätzlich bringen der Fabian und ich am Tag der Eröffnung noch zwei Mini-Baby-Racer vorbei. Die sind dann von uns persönlich nochmal als kleines Zeichen für die Kids, dass sie Spaß haben
auch wenn es schwierig ist. Boah, ist das toll. Vielen, vielen Dank. Ich muss mal einmal nachschauen, das ist zu groß. So, jetzt kommen wir zur letzten Nominierung. Das ist Alex Max Marling von Jill Fashion und WBT Bullgren, Werkzeugbeschichtungstechnik Bullgren. Okay, und ja, ich würde sagen, fang an, leg los, ich gehe ein bisschen beiseite. Ja, du machst das mal schön selbst. Ich mache das selbst. Ja, natürlich, gib dir das Ding über den Kopf. Jetzt kommen meine Nominierungen. Ich nominiere Delfinreisen und Alexandra Wiedmann, Saskia Hillen und Alt und Schön in Wuppertal gegenüber von Jill Fashion. Auch ich habe die Wupper-Challenge überlebt, wenn auch etwas feucht. Aber hiermit spende ich 100 Euro im Namen von Jill Fashion und WBT Bullgren an das Kinderhaus.